Sommer, Sonne, Bundeswehr. Der Truppenübungsplatz Baumholder feiert Geburtstag. Jubiläum. Der Truppenübungsplatz Baumholder ist 75 Jahre alt geworden. Interessierte hatten aus diesem Grund die Möglichkeit, sich bei einem Tag der offenen Tür ein Bild über die örtlichen Begebenheiten zu machen. Das herrliche Sommerwetter lockte rund 7500 Besucher an. Die Bundeswehr und auch andere Organisationen hatten ein buntes Programm mit Vorführungen, Musik, Ausstellungen und Besichtigungsfahrten vorbereitet. Obwohl in der neuen Struktur 6 Truppenübungsplätze geschlossen werden, sieht der Kommandant des Truppenübungsplatzes Baumholder, Oberstleutnant Ingo Osbach, voller Zuversicht in die Zukunft. Ich sehe den Truppenübungsplatz Baumholder insgesamt gut aufgestellt für die neue Struktur. Und ich denke auch, selbst wenn die Regierung entscheidet, dass die Bundeswehr noch mal weiter reduzieren muss, wird der Truppenübungsplatz Baumholder auch in späteren Strukturen die Chance haben, weiterhin zu bestehen. Nachdem der Truppenübungsplatz im Jahr 1938 in Betrieb genommen wurde, steht er seit 1960 unter der Leitung der Bundeswehr. 14 Ortschaften wurden dafür aufgelöst. Er bot und bietet Arbeit. Sowohl den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr als auch denen der verbündeten Streitkräfte. Sie prägen seit Jahrzehnten das Bild der Region. Für Generationen von Wehrpflichtigen war und ist er Übungsgebiet. Viele haben ihre ureigenen Erinnerungen an Baumholder. Es herrscht dort viel Betrieb, wie immer eigentlich. Das ganze Jahr über üben verschiedene Truppenteile im Gelände das, was sie später im Einsatz können müssen. Auch mit internationaler Beteiligung. Jährlich stattfindende Termine wie zum Beispiel die Übung Combined Endeavor oder die Lehrübung der Artillerie, kurz LYSA genannt. Der Truppenübungsplatz wird sehr stark beansprucht. Trotzdem finden sich dort Bereiche, in denen sich eine Fauna und Flora entwickeln konnte, die nicht mehr alltäglich ist. Aus diesem Grunde wurde 2006 auch der Vertrag über die Vereinbarung zum Schutz von Natur und Landschaft auf militärischen Flächen des Bundes unterzeichnet. Der Baumholder Truppenübungsplatz hat Mittelgebirgscharakter. Man arbeitet hier innerhalb des Geländes auf Höhen zwischen 160 und über 600 Metern. Das Areal erlaubt es sogar, taktische Luftbodeneinsätze der Luftwaffe mit Gefechtsmunition durchzuführen. Und dies sogar aus mittleren und großen Höhen. Er gehört mit einer Fläche von 11.900 Hektar zu den größten Übungsplätzen der Bundeswehr.